Let's Play auf meinem Kanal, auf meiner Seite. Und es heißt Fall Guys Ultimate Knockout Season 3. Also in der Season 3 sind wir. Und ich will mal sehen, wie das funktioniert. Ich habe es zwar ein bisschen angespielt, zwei Runden schnell gespielt einmal. Nicht, dass ich online die Plus-Mitgliedschaft brauche oder die Now-Mitgliedschaft. Das wollte ich eben sehen. Und dann war ich schon drin und habe mir gedacht, jetzt kann ich schnell eine, zwei Runden spielen. Und dann mich erst ein bisschen einspielen. Aber es war so schwierig. Ich habe mal die Trailers gesehen und dachte, ja, das ist doch nicht so schwer. Es kann nicht so schwer sein. Und dabei bin ich gleich in die ersten Runden ausgeschieden. Zuerst war ich lange Zeit Erster. Vorne mit dabei. Und dann habe ich total verkackt. Und jetzt dürft ihr dabei sein. Ich bestätige, ich spiele gleich einmal. Hier werden 60 Leute ausgewählt, also mit mir 60. Und wie du siehst, sammle Spieler. Und das erste Spiel, Hindernisrennen. Überwinde die Hindernisse und renne zur Ziellinie. Also ich hoffe, diesmal komme ich weiter. Das ist meine dritte Runde sozusagen. Und ihr dürft dabei sein. Es macht wirklich Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Wenn ihr das gleiche Spiel habt, ich spiele auf der PlayStation. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. Ich muss hinten losrennen. Oh, einer steht hier. Oh, 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 oh. Ich dachte, hier unten geht es auch weiter. Hier wird es ganz schön gedrängelt. Ganz schönes Gedränge. Oh, da kommt. Das ist jetzt schon schwierig. Mich haut hier zurück. Ihr seht es. Das war jetzt mein Glück. Komm, steh auf. Echte Rümpel. Oh, ich komme hier nicht durch. Das ist so schwierig. Das sieht so einfach aus, alles. Und in Wirklichkeit ist es sehr schwierig. Oh, jetzt geht die zu. So wie vorher auch immer an die Türen. Jetzt werde ich hoffen. Oh nee. Komm. Nein. Ich scheide jedes Mal aus. Das gibt's doch nicht. Ich komme in der ersten Runde schon nicht weiter. Das sieht so einfach aus. Und denkt man, man kommt sehr weit, aber in Wirklichkeit ist es nicht so. Wahnsinn, ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich mach mal ein. Ich muss ja das. Jetzt kann man eben die anderen verfolgen. Schwindelnde Höhen. Das muss ich abwarten. Aber es ist wirklich sehr schwierig. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Schreibt es in die Kommentare beim ersten Mal, wie lange ihr gebraucht habt, bis ihr da eine Runde weitergekommen seid. Denn ich bin jetzt die dritte Runde und komme bei der ersten Mission schon nicht weiter. Das sieht alles so einfach aus, aber dann verkackt man. Natürlich braucht man so einige Tricks. Und ich werde das mal beenden, weil ich will ja nochmal spielen für euch. Ich bin Stufe 3. So, bestätigen. Und später bekommt man eben auch eine bessere Rüstung und so weiter. Also bessere Rüstung, wie soll ich sagen? Outfits und so weiter. Ich zeige es euch mal. Muster, Gesicht. Kann man da anders Gesicht wählen? Weiß ich jetzt nicht. Es gibt keine anderen Gesichter. Da müsste man. Nee, da gibt's nicht. Okay, zurück. Ich dachte, man kann sich Kleider aussuchen und so. Neuling. Das muss man alles freispielen anscheinend, die ganzen Sachen hier. Das dauert. Natürlich eine Stufe, da brauchst du eine bestimmte Stufe.
3 sind wir. Deshalb dieses. Als nächstes kriegt man Sockenkostüm. Okay. Aber wir wollen ja eben noch was in Show-Auswahl. Wintersport. Oh, 1 bis 4. Machen wir mal die Wintersport, hä? Ach so, ich muss da Haken setzen. Okay, zurück. Und dann mehrere Shows spielen. Ah, okay. Show-Auswahl. Okay. Machen wir mal einfach das normale Spiele mehrere Shows. Ah, das ist gleich. Bloß Winter oder und Sommer. Ich schaue einfach mal. Mehrere Shows abbrechen. Suche nach Spielen. 44 von 60 werden gesammelt gerade. Also, wem es gefällt, ich weiß es nicht. Der schreibt es bitte in die Kommentare. Würde mich gerne interessieren, ob es euch gefällt hier auf meinem Kanal, die Videos, was man verbessern könnte. Und vielleicht können wir den einen oder anderen erfreuen und bekommen wir hin, gemeinsam den Kanal noch zu verfeinern und zu verschönern. Und sei du dann auch ein Teil von diesem Kanal. So, Torhunger. Oh, oh, oh. So geht's. Meide die zuschnappenden Türen und renne zur Ziellinie. Und die Türen, mit denen habe ich es ja nicht. Mit denen habe ich es nicht. Diesmal sind wir vorne dabei ein bisschen. Jetzt heißt es nur noch durchhalten. So. Die erste Tür haben wir hinter uns. Ist schon mal nicht schlecht. Oh, ich, siehst du, das ist die erste Tür. Und gequetscht werde ich auch noch. Super. Warum falle ich denn zusammen da? Ah. Ich bin schon wieder hinten. Das ist ein Wahnsinn. Genau, ich treffe immer die Türen, die wo zugehen. Genau. Komm, mach auf jetzt. Das ist der Wahnsinn. Die ziehen mich magnetisch an. So, jetzt aber. Komm schon. Ich will einmal dabei sein. Ach, und da ist das Loch. Und das habe ich wieder nicht gedacht. Das, da bin ich die letzte Runde auch gescheitert. Das blöde Loch hier beenden. Okay. Ich beende es gleich, weil sonst müssen wir wieder so lange warten. Ich hoffe, das macht nichts, wenn man da beendet einfach. Ausrüstung. Ja, das könnte man ausrüsten, aber mache ich jetzt nicht. Bestätigen. Wahnsinn. Dass ich da so feile. Oder habe ich da lauter Vollprofis dabei? Das ist ein Wahnsinn hier. Das sieht alles so einfach aus, wenn man zuschaut. Aber dann, oder wenn man dabei ist und man denkt jetzt da und da. Und dann gehen die Türen so schnell zu und alles. Also, brutal. Und dann fällt der meiner immer zusammen. Das ist ja das Nächste. Der stolpert ja immer. Obwohl es nichts zu stolpern gibt. In 16 Sekunden, ich nehme dabei schnell einen Schluck. So, 7 Sekunden noch. Wahnsinn. Das wird ein total fail Let's Play. Totale. Ich muss da voll reinkommen. Überwinde die frostigen Hindernisse und renne zur Ziellinie. Warte auf Spieler. Tundralauf. Brutal. Wenn wir wenigstens die zweite Runde schaffen, also bis zur zweiten Runde mal kommen würden, wäre das schon ein Erfolg. Ein Erfolg haben wir schon gehabt. Wir haben eine Trophäe erhalten. Das ist ja auch schon ein Erfolg. Für mich. Oh, guys. Und wieder so ein Loch drin. Kann man hier auch weiterspringen? Geht das? Die hängen schon alle so auf einen Haufen zusammen. Oh, voll überrollt mit der Schneekugel. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier.
Ah, die Unruhestifter bin ich. Ach genau, mich haust da runter, das gibt's doch nicht. Ich komme genau in die Fallen, da wo man normal nicht reinkommen sollte. Wo bin ich denn jetzt? Ich häng da unten drin. Jawohl, und jetzt halte durch. Ach nee. Also ich stürze da, wo es wirklich nichts ist. Das ist schon sonderbar. Jetzt eine zweite Runde, komm, weiter. Nee, oder? Also das gibt's doch nicht. Wie komme ich denn da rauf? Warum komme ich da nicht rauf? Das nee. Genau. Ihr seid mir so eine. Ein Wahnsinn. Ja, genau, das Gebläse ist da oben, das wo hin und her läuft. Super. Das ist der Wahnsinn, das scheiß Gebläse da oben. Nee. Ich komme nicht weiter. Ich schaffe keine einzige Runde. Der Wahnsinn, echt. Da kann man sich wirklich voll ärgern über das Tier. Also, das ist die Fail Let's Play Nummer 1. Ich weiß nicht, wann ich das schaffe, dass ich mal die zweite Runde erreiche. Wäre mal schön. Nee. Oh. 23 Sekunden, wow. Wir feilen und feilen. Ich werde wahrscheinlich nie die zweite Runde schaffen. Ich werde nie in die. Ich werde nur Let's Plays von mir sehen, wo ich nur feile. Wo ich nur abstürze und nie ins Ziel komme. Tut mir leid, Freunde. Aber das muss auch sein. Ihr braucht ja nicht nur Sieger, sondern auch Verlierer. So wie ich. Ich bin ja der Verlierer Nummer 1 hier. Ich dachte, das wäre so einfach. Und jetzt zeige ich es euch mal. Und jetzt muss ich es euch zeigen, wie man es nicht macht. Also. Wahnsinn. Wieder das Scheißding mit dem Gebläse. Und da die Glocke, oder wie muss man ziehen? Wie soll ich denn da reinkommen in das Ziel? Und immer da in der Mitte von den Sauhaufen hier. So, ich bin gut weggekommen. Wenigstens etwas. Jawohl. Komm, bleib dran. Komm schon, wir schaffen es. Genau. Warum fällt meiner immer zusammen? Verstehe nicht. Jenen sind schon so weit vorne. Zweite Runde, komm schon. Einmal die zweite Runde. Ah, hier kann man außen rumlaufen. So wie es aussieht, geh weg. Ich muss da durch. Ich nehme auf. Die scheiß Gebläse. Nein, und dann die Klappe. Genau die Klappe geht auf, wo ich drauf fliege. Komm schon. Wo bin ich denn? Das gibt's ja nicht. Warum geht denn die immer auf? Komm schon. Jetzt ist das Gebläse weg. Das gibt's doch nicht, oder? Ja! Wahnsinn! Ich bin eine Runde weiter. Das gibt's doch nicht. Runde beendet. Ein kleiner Schritt. Aber nur so klein. Brutal. Also das ist brutal jetzt.
43 übrig, sind immer noch zu viel. Jetzt zeigen wir es ihnen. Wahnsinn. Ich bin eine Runde weiter, das muss gefeiert werden, das gleich Champagner aufgemacht und... Wahnsinn. So geht's. Spring durch die Löcher, um Punkte zu erzielen. Skiflug. Also muss ich da... Oh mein, das kann ja wieder lustig werden. Ich treffe wahrscheinlich nicht die Löcher, sondern voll. Klatsche voll an die Wand. Bestimmt. Bin mir hundertprozentig sicher. Und ihr dürft live dabei sein bei meinen Fails. Sehr gut, oder? Genau. Oh, genau. Da komme ich durch das Loch und dann... Komm schon, steh auf. Und da stürze ich runter. Ja, wunderbar, wunderbar. Aber die drängen uns auch so. Das ist ja nicht normal hier. Brutal, wie die drängen. Das ist ein... Da kriegt man dann einen Schubser und dann bist du da. Wie kann man so dumm sein wie ich? Komm schon, einmal! Genau, mich haut's da raus. Ich dachte, der boxt mich vor. Komm schon! Warum fällt ihr da runter? Ich muss doch da durchkommen. Das gibt's auch nicht. Das ist so schwierig. Hey, ich bin gerade drauf und komme aber trotzdem nicht durch. Das ist der Wahnsinn. Ja, ist das schwierig hier. Beenden. Okay. Also, ich hoffe, euch hat es ein bisschen Spaß gemacht, mir beim Fällen zuzusehen. Weihnachtskugel. Ausrüsten. Das rüsten wir mal aus, das sehen wir dann. Schneeflocke erhalten. Okay, wenigstens 3 Trophäen. Einmal in die Runde 2 gekommen. Ist ja schon was fürs erste Let's Play. Ich hoffe, euch hat es gefallen, deswegen schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie ich feile, wie ich mich da durchkämpfe mit Händen, Füßen und alles. Dann schreibt es bitte in die Kommentare, lasst es mich wissen und wenn ihr noch mehr solche Folgen haben wollt, bitte gerne schreibt es, dann kommen noch weitere. Bis dahin sage ich schöne Weihnachtstage, besinnliche Feiertage. Bleibt gesund und denkt dran, wir sehen uns wieder, hoffentlich. Wenn du Lust hast, abonnieren, würde mich freuen und die Glocke betätigen. Also, ciao aus dem Xtreme Studio, euer Robin. Macht es gut.